BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Das Cyber Valley in Tübingen ist Europas größte Forschungskooperation im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Gründung erfolgte im Jahr 2016 von Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Mit dabei sind das Land Baden-Württemberg, die Max-Planck-Gesellschaft mit dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, die Universitäten Stuttgart und Tübingen und Unternehmen wie Amazon, BMW und Mercedes-Benz. Jetzt wird das Cyber Valley um ein neues Forschungsgebäude erweitert. Seit Januar wird hier bereits gebaut. Am Rand des Tübinger Cyber Valleys entsteht derzeit ein neues Forschungsgebäude für künstliche Intelligenz. Rund 56 Millionen Euro investiert das Land in den Neubau Cyber Valley 1. Eine Investition in die Zukunft, so Finanzminister Daniel Bayers. Ja, künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, was wir in allen Branchen, in allen Bereichen sehen. Denken Sie ans autonome Fahren. Das Auto der Zukunft ist ja sowas wie ein rollender Computer. Denken Sie aber auch an den Dienstleistungssektor, an Banken, wo künftig Algorithmen immer mehr Aufgaben übernehmen. Also wir sehen eigentlich keine Branche, die nicht von künstlicher Intelligenz berührt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man bei dieser Technologie mit dabei ist. Auf 7000 Quadratmetern entstehen Labore, Hörsäle und Seminarräume, in denen KI-Wissenschaftler der Universität Tübingen, des Max-Planck-Instituts sowie Wirtschaftspartner und Start-ups zusammenkommen. Forschungsthemen sind unter anderem Robotik und maschinelles Lernen. Und alles läuft nach europäischen Werten. Künstliche Intelligenz kann viel Gutes machen, es kann aber auch den Menschen Schaden zufügen. Und dass wir dort auch mit unserem Blick für Werte und für ethische Maßstäbe dran vorgehen, ist, glaube ich, auch etwas, was diesen Standort von anderen Bereichen im Bereich der Forschung und der Anwendung ganz arg unterscheidet. 5 Geschosse stehen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dafür zur Verfügung. Die Innovation, die im Inneren vonstatten geht, werde durch die Fassade auch ausgestrahlt, findet Finanzminister Bayers. Das Gebäude sieht aber nicht nur gut aus. Was aber auch, glaube ich, ganz bemerkenswert ist, ist, dass wir ja auch Tip-Top-Standards haben, was beispielsweise das Thema Energieeffizienz angeht. Dort wird es Dachbegrünung geben, dort wird es Photovoltaik auf dem Dach und an der Fassade geben. Und diese Energie brauchen wir ja auch. Die Server brauchen ja Strom, die müssen ja mit irgendwas laufen. Und deswegen schreiben wir, glaube ich, ein Stück weit auch Geschichte, was Innovation angeht, aber was auch Energieeffizienzstandards angeht. Also auch das Thema Nachhaltigkeit ist uns hier ganz wichtig. Für das Cyber Valley 1 wurde nun feierlich der Grundstein gelegt. Dafür haben alle Hand angelegt. Finanzminister Daniel Bayers, Wissenschaftsstaatssekretärin Petra Olschowski, Oberbürgermeister Boris Palmer, Direktor der Uni Tübingen Bernd Engler und Bernhard Schöllkopf, Direktor des Max-Planck-Instituts. Ende 2024 soll das Gebäude fertiggestellt sein. Danach werden auf 14.800 Quadratmetern noch 2 weitere Gebäude entstehen. Ziel ist es, Tübingen zu einem Spitzenstandort für KI zu machen. Das Hauptzollamt Stuttgart hat im vergangenen Jahr 68 Verfahren gegen Unternehmen in der Region eingeleitet, weil Mindestlöhne unterschritten, zu spät oder gar nicht gezahlt wurden. Die zuständigen Beamten verhängten in der Folge Bußgelder in Höhe von rund 638.000 Euro. So die IG Bau in einer aktuellen Mitteilung. Die Gewerkschaft fordert daher, der Zoll solle in der Landeshauptstadt künftig mehr Präsenz zeigen. Denn mit der geplanten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde stiegen ab Oktober auch die Einkommen tausender Menschen, auch in und um Stuttgart. Der Staat müsse entsprechend sicherstellen, dass die Beschäftigten den höheren Mindestlohn auch bekommen, heißt es in der Mitteilung abschließend. Das baden-württembergische Innenministerium gab in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass die Feuerwehren im Land dieses Jahr eine finanzielle Förderung in Höhe von 70 Millionen Euro erhalten. Das Land stellt den Gemeinden rund 42,3 Millionen Euro für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser bereit. Hinzu kommen nochmals 11,6 Millionen Euro, die die Gemeinden als pauschale Unterstützung für die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie für kleinere Beschaffungen erhalten. Weitere 16 Millionen fließen in Maßnahmen im Feuerwehrbereich. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.